Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja viel geredet, ich habe viel meine Meinung gesagt, warum ich was wie mache. In der Folge werden wir die ersten Umsetzungen machen zur Wassersparen, zum Wiederherstellen oder zum Energieausgleich könnten wir es jetzt nennen und zur Neuplanung unserer Energiegewinnung. Aktuell ist es ja noch so, dass wir diese fette Anlage hier besitzen. Und ein Punkt ist mir aufgefallen, den wir vielleicht als erstes angehen sollten, um Wasser um einiges zu reduzieren. Und zwar pumpen wir hier saures Wasser überall raus. Ihr seht schon hier saures Wasser 18, hier 18. Also das sind jetzt 6 Anlagen. Also sind wir bei roundabout 100, 108 saures Wasser, was wir pro Minute hier hinten rausballern, was auch schon zu Problemen geführt hat. Ne, warte mal, saures Wasser ist wo? Ne, ist alles was. Ist alles saures Wasser hier. Das ist das Einzige mit Abwasser. Und ich weiß gar nicht, warum hier Abwasser ist. Ah, genau, weil wir hier natürlich das herstellen noch. Und da habe ich irgendeine interessante Konstruktion gemacht. Frag mich nicht, was hier los war, aber ich habe hier wohl irgendwie was probiert. Bedeutet in dem Fall, wir tun jetzt das saure Wasser wieder in Wasser umwandeln und dazu in Ammoniak. Denn ich habe ein bisschen kurz geforscht. Wir brauchen Ammoniak für, wo war es denn? Irgendwas haben wir es gebraucht. Genau, zur Wasserstoffproduktion. Das wir ja, wie letztes Mal besprochen, benötigen, so, warte mal, Verbrauch, um hier unser Rohbenzin herzustellen. Aus Schweröl zum Beispiel oder dann aus, wo ist es? Wo ist denn das andere? Rohbenzinherstellung. Na, hier brauche ich Dampf. Okay, aber ich brauche bei dem anderen brauche ich wiederum Wasserstoff. Und Wasserstoff muss ich natürlich erst produzieren, damit es funktioniert. Wie gesagt, ich will auf Brenngas umstellen. Brenngas ist gleich hier die schlauste Sache, die wir machen können. Bedeutet, wir müssen schauen, dass wir dieses Ammoniak in dem Fall herkriegen, weil ich kann natürlich das jetzt auch aus simplem Wasser mit der Elektrolyse gewinnen. Aber was ist jetzt hier? Warum ist das hier angefüllt? Aber ich hier auch Wasserstoff kriege. Aber den Wasserstoffreformer gleich kriege ich. Und ich brauche Brenngas für. Also der ist vielleicht was für die Zukunft, aber jetzt aktuell nicht. Ich kann es natürlich mit reinem Wasser machen, aber dann verbrauche ich erstens noch mehr Wasser, wenn es vielleicht auch nicht die Masse. Aber ich denke, wir kommen hier mit dem viel besser zurecht, weil wir uns auch wieder Wasser reinholen. Und somit halt ein bisschen nachhaltiger vorgehen. So. Ich kann auch Wasserstoff im Heizkessel verwenden und kriege dadurch druckloses Gas auch wieder zurück. Aha. Wait, what? Das ist die einzige Variante, wie ich noch mehr Druck kriege? Was ich rein theoretisch gleich wieder zu Wasser verwandeln kann? Aha. Mhm. Interessant, interessant. Ethanol kann ich aufhören. Aber Brenngas ist für mich gerade das Interessanteste. Auch wenn ich 48 brauche, bedeutet am Ende 240. Ich glaube, wir kommen auf diese Zahl. Ich denke, dass wir da hinkommen. Bin ich relativ sicher. Das Kohlendioxid. Na, schwer. Ich glaube, mit Kohlendioxid. Okay, dann haben wir wieder leider, aber was man natürlich auch wieder sagen muss, dann haben wir nicht diesen Vorteil, dass wir den Dampf rückleiten können in die Anlage hier hoch. Das wird uns natürlich leider, wäre natürlich Vorteil gewesen, aber wenn ich gucke, nee, du machst auch noch, aber nur noch die Hälfte, Leute, wir reduzieren einfach die Anlage schon mal auf die Hälfte der Umweltverschmutzung. Cool. Dann werden wir jetzt einfach mal, ich muss noch warten, bis die Elektrolyse fertig ist, scheiße. Dann sollte ich die Zeit laufen lassen, ansonsten wird es nicht. Nix. Gut. Jetzt schauen wir nochmal hier in unsere Übersicht rein. Ich kenne mich hier. Die Übersicht ist so viel mittlerweile. Das ist brutal. Ich könnte nicht umschalten, ne? Kraftstoff. Letzte 100 Jahre. Produktion ist das Grüne. Frachtschiffe, Hauptschiffe. Stromerzeugung.
Okay. Irgendwie hatten wir nur ganz wenig Zeiten, wo wir Stromerzeugung wirklich darüber geleitet haben. Bin ja quasi schon erstaunt. Ich könnte das Holz auch wieder ab. Also Holz bin ich aktuell echt gut dabei. So. Jetzt haben wir das Problem wieder, dass ich... Ich werde jetzt das hier fürs Erste abfackeln. Mir ist der Dampf und das Wasser jetzt dahinter zu wertvoll. So. Ich hoffe, dass wir dadurch... Wie verbrennt denn der? 36 pro Minute. Der füllt sich halt instant wieder auf. Das ist jetzt das Problematische, ne? 36 sind gerade mal die zwei hier. Die Hälfte der Anlage kann damit laufen. Das ist natürlich scheiße. Aber das bedeutet auch, damit sollten wir einen guten Umsatz am Ende produzieren können, weil wir machen allein damit, ja, wir machen da ordentlich. Mit dem Leichtdestillat. Ich brauche halt mehr Dampf. Aber ich habe ja eh genug Dampf da, ne? Das ist jetzt nicht mehr die Sache. Ich bin ja allein schon wieder 5 Leute. Ich brauche richtig viel Brenngas, ne? You don't say that. I need Brenngas ohne Ende. Ich, oh, scheiße. Wie gesagt, mir scheint es gerade, dass wir auch noch, wie viel Dampf brauchen denn die? Lass uns doch mal überlegen. 9 pro Minute, im Ernst? Brauchst du auch Dampf? Oh, 6. Bedeutet, das sind 9. Das sind 6. Das macht 15. 30. 60. 90. 90 pro Minute. Du produzierst... Zwei reichen halt echt aus. Warum? Also, weil ich das Ganze jetzt nicht verbrennen will mehr. So, warte mal. Du bist leichtes Destillat. Du bist Schweröl. Ich weiß nicht, ob ich so hinterherkomme. Oder wir schalten so. Und schalten die zwei Fackeln an. Fürs Erste. Mal schauen, wie das funktioniert. Ah, warte mal, ich brauche nur... Ich brauche viel weniger, ich tue wieder viel zu viel Gas produzieren, also schau mal. Wie gesagt, ich versuche jetzt mal auf die ganzen Sachen von Rohe so ein bisschen einzugehen, zu schauen, wie viel wir wirklich auch brauchen. Was jetzt halt wieder kommt aktuell, dass wir die hier halt voll auslasten. Also wir haben es jetzt unter Kontrolle, aber wahrscheinlich auch nur teilweise. Mehr hängt hier gar nicht dran an Dampf, ne? Nee. Gut. Ihr braucht jeweils... 12 Dampf pro Minute bedeutet 24, 36, 48, 60. 60 die Anlage hier. Bedeutet, die zwei reichen vollkommen aus, um das zu betreiben. Du brauchst 24. 24, 48. Also die zwei fressen eins. Die zwei fressen den anderen. Bedeutet, ich habe rein theoretisch ein zu viel gerade an. Richtig gesehen? Richtig gesehen, denke ich. Jetzt sollten wir auf Quid pro Quo wieder laufen. Sogar ein bisschen, mit ein bisschen Überschuss, weil das hier genug ist für das hier. Ich würde gerne Dampf einlagern, ganz ehrlich. Aber das müsste doch passen. 24, 48. Du produzierst 48. Right, genau. Gut. Bedeutet, ich könnte mit denen auch eine doppelte Anlage von dem hier betreiben. Jetzt interessiert mich, ich baue eins jeweils für eine Anlage, ne? So, jetzt, ich will nur mal überlegen, für die Zukunft, hört sich jetzt bescheuert an, aber... Ich will so weit denken, ich will die, rein theoretisch würde ich gerne dieses Let's Play wirklich ewig lange laufen lassen. Immer optimieren natürlich. Was man dazu überlegen muss, ist natürlich, dass ich irgendwann die natürlichen Ressourcen auf der Insel verbraucht habe. Als Erstes wird, egal wie, denke ich, Grundwasser weg sein. Das andere kann ich lang buddeln. Aber Wasser werde ich brauchen. Bedeutet, man müsste eigentlich überlegen, wie effektiv ist sowas hier.
Aber ich denke, in Zukunft werden wir noch viele andere Varianten haben. So. Jetzt ist der nicht voll mittlerweile. Das finde ich interessant. Okay, ich habe auch nur noch 4 am Laufen, ne? Also einen Überschuss aktuell. Wie viel produziert? 120 pro Minute. Du brauchst 60 pro Minute. Würde 2 reichen ja hier nicht mal aus. Ja, jetzt schon, aber grundsätzlich würden 2 nicht ausreichen. Das ist eine ganz interessante Sache eigentlich, wenn man sich so anschaut, ne? Die 2 reichen halt echt nicht aus. 240, aber ihr braucht 60. Habe ich euch nicht unterschiedliche Prioritäten gegeben? Die auch. P6, P6, P3. Das ist die einzige Anlage, die hier gerade mitläuft bei denen. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Gut. Zurück zum Thema. Jetzt haben wir natürlich hier alles angepasst. Das ist schön zu sehen. Den haben wir jetzt vollkommen ausgeleert wieder. In dem Fall. Ist das Schiff eigentlich wieder zurück? Ja, ist zurück. Ich würde dich gerne nochmal Kunden schicken. Wir haben ja viele Ressourcen, die hier noch rumlagern. Ich muss mich da auch mal drum kümmern, wirklich einen Ankunftspunkt zu bauen und so Zeugs. Ich will, ja, das muss ich alles mal bei Zeiten machen. Abgeschlossene Elektrolyse, jetzt kommt katalytische Reform. Damit kann ich dann hier aus dem Rohbenzin schon Sachen herstellen. Was ich mich jetzt schaue, genau, katalytisch. Ich kann Leichtdestillat schon zu Rohbenzin umwandeln. Schau an, Destillationsstufe 3. Leichtdestillat und dampfhoher Druck werden zu Rohbenzin. Ha! So, daraus gehe ich 18 Brenngas. Pro Minute, richtig? Pro Anlage brauche ich eins von den weiterführenden. Dann mache ich 18 Brenngas raus. Ich brauche aktuell nur 2 Anlagen hier. Okay. Okay. Okay, vielleicht doch nicht die beste Idee. Ich brauche 48 Brenngas pro Minute. Ich kriege nur 18 raus. Es gibt natürlich viele Varianten, ne, aber die Cracking-Anlage macht viel, aber auch saures Wasser. Was ich eigentlich vermeiden wollte mit Rohbenzin. Ah, ich tue dann auch nur das herstellen. Mein Ziel ist ja eine Kombi. Eine Kombi. Bedeutet, wäre das hier oben die schlauste Sache. Kriege nur 12 raus. Bei unserer aktuellen Menge 12, 24, 36, 48, 60, 72. 72 kann ich eine Anlage 1,5 betreiben. Okay, stopp. Ich brauche ein Papier. Ich brauche ein Paper. Ich brauche ein Paper, warte mal. Ich habe das jetzt wieder nur zur Hälfte durchgedacht, warte mal. So. Daraus kriege ich natürlich Brenngas auch. Also, nee, warte mal. Funktioniert der Stift? Nein, das funktioniert nicht. Scheiße. Okay, gelber Stift wird jetzt erst reichen. Papier, Papier, Papier. Rechnung. Ich krieg hier 12 Rohbenzin. Scheiße. Der ist auch gekommen. Scheiße. Bitte lass den funktionieren. Yes. Okay, ich krieg jetzt 12 Rohbenzin raus. Und 18 Brenn. In der Stufe 1. So. Wenn ich dann das Rohbenzin nehme und in was umwandle, brauche ich 18 davon. Bedeutet, ich brauche
Wenn ich 18 Need hab. Ich habe gesagt 72. 72 produziere ich mit der gesamten Anlage. Wenn ich das mache, 27 durch 18. Komm, wir spielen jetzt mal ein bisschen härter. Wie viele Anlagen kann ich dann betreiben? 27 durch 18. Wupp, jetzt habe ich verschrieben. Macht 4 Anlagen kann ich damit betreiben. Also 4 Anlagen kann ich mit dem betreiben. Gut. Wenn ich 4 Anlagen betreiben kann, brauche ich natürlich vielfach so viel davon. Bedeutet, ich brauche 48 Wasserstoff. Aber aus dem Wasserstoff wiederum mache ich dann noch 6 Brenngas. In dem Vorgang. Das ganz, also 18 plus 6 macht natürlich 24. Und das, na, darf ich jetzt nicht so sehen. Ich brauche 6 mal 4. 12 macht 24. 24 pro Minute. Und das andere auch. 18 mal 6. Mit 18 mal 6 bin ich bei 108. 108, das macht bedeutet zusammen 132. 132, ich brauche 132 durch 48. Na, jetzt habe ich aus den falschen. 132 durch 48. Hä, was passiert hier? Ich tue irgendwas falsch eintippen. 3, 2. Ah, nee. Oh, scheiße. Ich tippe doch die falsche Taste ein. So schaut's aus. Durch. Was war's? 4, 8. Bedeutet, ich kann ein bisschen was über zwei Anlagen betreiben. Mit dem Bereich von, den ich jetzt bauen könnte, wahrscheinlich. Oh, scheiße. Okay. Also, ich könnte die Anlage hier oben vom Dampf wegkriegen, wenigstens. Wenigstens. Ich baue 3 hin und dann sollte das passen. Also, ich muss es auf jeden Fall so oder so machen, weil das ist jetzt natürlich klar wie Donutsoße. Wenn ich das hier aufstocke, dann ist die Gefahr. Kann ich Brenngas speichern? Ja, kann ich. Gut. Wenigstens etwas Vorteilhaftes, damit wir immer einen Start haben wieder. Ist ja die Sache dahinter einfach, dass wir den hier oben ertragreicher machen, somit weniger verbrauchen grundsätzlich mal und dass sie oben sich selber bedient auch noch. Ne? Bedeutet, dieses Brenngas sollte am Ende so weit reichen, damit die Anlage von selber es produzieren kann und nichts von außen an Dampf dazu braucht. Dann ist nicht die hier unten der Zugang hier vollkommen in Ordnung. Weil dann wir auch immer diesen ersten Teil so ein bisschen betreiben. Bedeutet, Brenngas sollten wir immer ein bisschen danach kriegen. So. Ihr habt es jetzt abgesurft, wie scheint. Wie gesagt, das ist ja alles jetzt gerade noch ein bisschen. Das gebe ich denen jetzt hier noch ein bisschen im Bereich Editieren frei. So. Die sollen das Ganze ein bisschen abgrasen. Wir schauen jetzt mal, dass wir die Straßen alle auf eine Ebene kriegen. Wir schütten, also schauen wir mal, wie gut wir aufschütten. Das ist Wahnsinn. Schau dir diese Fläche an. Und der Vorteil ist für mich, das soll einfach eine Energieplattform werden. Bedeutet, wenn wir umbauen, haben wir jetzt mehr Platz wieder. Und vor allem kann ich dann hier vielleicht auch weiter erweitern. Am coolsten finde ich sowieso, dass hier dieses Grün noch was hier oben ist und dann zack, abgeschnitten. Ich würde nicht gern hier dann auch das in Zukunft wirklich sehr eng bauen. Stufenweise schön designen, das wäre so ein richtig schöner Plan von mir. Und ich lasse jetzt danach den Bagger hier auch mal langlaufen. Also die Bagger hier werden hier nachher langlaufen. So. Wie schaut es hier mit der Kohle eigentlich aus? Schön aufgefüllt. Okay, wir sind mit der Kohle auch wieder Stand Zero. Wir passen wieder. Gut. Wenn wir voll sind, ist ja alles am Ende gut, ne?
Das heißt ja nur, dass wir gut arbeiten im Grunde. Wie schaut's mit der... Oh, die Kupferproduktion. Ja, das, die Kupferproduktion habe ich wieder total vergessen. Scheiße. Die kriegt jetzt von mir mal den Auftrag, hier reinzubuddeln einfach. Zu schauen, was sich da drunter noch befindet. So, okay. Zurück zum eigentlichen Thema. Die Idee war jetzt mal, Obdachlose gibt's auch, scheiße. Ja, schön für euch. Dass wir hier Dampf abzweigen können. So, jetzt brauche ich diese Anlage. Dann. Welche brauche ich denn hier? Hier war denn das jetzt wieder? Hier, du, die Crackle, Sauertiffanlage. Saures Wasser, Dampf und hoher Druck, wird zu Schwefel, Ammoniak und Wasser umgewandelt. Wasser können wir dann hier wieder reinschicken. Dann geben wir eine höhere Priorität, dass das Wasser hier nur nachträglich verwendet wird. Und Dampf kann ich hier ja auch abzapfen. Bedeutet, ich muss nur hier einen neuen Abgang bauen. So, mal kurz überlegen. Wie viel brauche ich? 36. Ich produziere hier 18. Kommt hier noch was aus Wasser? Ne, 18 mal 6. Macht 108. Gut, hier brauche ich 36. Drei Anlagen brauche ich, um auf gerade zu kommen. Pro Minute. Bitte baut mal kurz das hier ab. Kann ich hier oben eine Verteilung wieder einbauen? Vielleicht dumm, aber ich finde die Dinger cool, deswegen will ich sie einfach gerade verwenden. Tu mich nicht dafür hassen, Roy, okay? Wie gesagt, wir versuchen jetzt mal ein bisschen auch auf deine Sache anzugehen. Terrain too low. Dann werden wir dich hier hinsetzen wahrscheinlich einfach. So. Und hier kommen jetzt die drei Anlagen hin. Wie gesagt, hier vorne müssen wir ja eh fürs Erste nicht mehr hin. Aber wir machen jetzt den ersten Schritt, um Wasser wieder herzustellen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen. Der braucht... Ja, okay, ich glaube, da kommen wir auch noch gut aus. Müssen wir nochmal nachrechnen dann, aber nachher... Vielleicht mache ich dann mal wirklich eine Berechnungsfolge oder sowas. Das Problem ist, nicht jedem taugt natürlich, das die ganze Zeit nachrechnen und überlegen. Sagen wir, da kann ich natürlich auch ein Lied von singen. Ich find, bin auch nicht der größte Freund von alles immer irgendwie... Oh, scheiße, ne? Stopp, 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 bevor wir bauen. Gerade was bemerkt. Warum ist denn der Ausgang ganz eigentlich? Also schön, ich kann da eh... Ich brauche Abstand zwischen den Dingern. Das macht es ja nicht wirklich besser jetzt. Ach, super. So. Ein Ammoniak... Ja, okay. Kann ich Ammoniak fürs Erste verbrennen? Fragezeichen. So, die schalte ich jetzt mal wieder auf Pause. Stehen wir gerade so gut da? Wir produzieren gerade fast nichts. Das ist auch interessant. So. Wie gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, wie ich das hier designe, aber ist ja wurscht. Es soll am Ende funktionieren. Und der Sinn dahinter ist jetzt einfach einen guten Anschluss und eine Gleichverteilung für alle. Nein, stopp. Das war nicht der Plan. Wo gehst du hin? Und welches Kabel? Das ist das falsche Kabel sogar. So. Und dann das Wasser muss dann hier hinten rein. Bedeutet, ich muss hier hinten, wo der Wasseranschluss ist. Hier muss ich zwei Kabel schon abschneiden. Und dann kommt hier ein Rohranschluss rein. Ja, der ist jetzt gerade notwendig, weil ich denke, damit können wir halt ihm auch sagen, was die Priorität hat. Wenn man es durchfließen soll.
Nope, da kommst du nicht mehr durch. So. Hier ist schon das erste Ammoniak reingekommen, perfekt. Und der erste läuft schon, cool. So, Ammoniak müsste ich ja dann in den Geräten hier lagern können, oder? Ammoniak, Ammoniak, Ammoniak. Ich bin... Ah, da ist es, Ammoniak. Wie gesagt, es ist jetzt vielleicht alles teilweise ein bisschen übertrieben, was ich tue. Aber ich will es halt echt gut jetzt machen. Schwefel. Ich mache jetzt hier eine Schwefelanlage hin. Beispiel, aktuell haben wir halt auch die Möglichkeiten, das zu bauen. Ich will es nutzen, weil wir werden jetzt fürs Erste viel speichern müssen wahrscheinlich von dem Zeug. Und das wird halt einfach dauern, bis das alles gut läuft. So. Förderband. Erstmal für dich hier dran. Jeder kriegt einen eigenen Anschluss. So. Und dann die Rohrleitungen. Gut. Boot ist fertig. Wie gesagt, danach wird das Ammoniak natürlich auch abgepumpt, weiterentwickelt und. Der produziert schon. Und hier in dem Ausgang kann man dann sagen, Priorität. Baut die Anlage fertig. Titelfolge. Nachhaltigkeit. Gut, jetzt auch. Ich sehe gerade, wir haben viel Zeit heute schon in die Folge investiert. Oh, da kommt der erste Schwefel auch. Schwefel brauchen wir eh auch. Also ist das eh vorteilhaft für uns jetzt, dass wir Schwefel auch produzieren. Wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lass mir einen Daumen nach oben da. Joey, ich hoffe, du bist ein bisschen zufriedener mit mir, mit meiner neuen Umsetzung, langsam hier anzufangen, alles nachhaltig zu produzieren. Wenn du Tipps hast, wie gesagt, jederzeit gerne rein. Ich lese mir halt am Ende der Woche erstmal durch, meistens. Und tu es dann bearbeiten. Also, wie gesagt, aber keine Sorge, ich lese es. Wir kriegen ins Ammoniak rein, alles wird gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.